Wir beschäftigen uns mit diesem Thema: Ich weiß, woher ich komme und wohin ich gehe. Und das ist eine Aussage, die Jesus gemacht hat. Ich will uns aber zunächst in etwas mit hineinnehmen. Stellen wir uns mal vor, wir sind auf einer Wanderung. Und in einer Wanderung auf dem Wanderweg oder auf dem Feldweg oder irgendwo kommt eine Kreuzung und da sind verschiedene Abzweigungen. In der Regel ist bei uns das ja so wunderbar geordnet, da stehen dann Wegweiser oben irgendwo, wo es dann hingeht, welche Richtung. Und wenn es noch gut ist, dann steht dort auch noch die Entfernung, wie viele Kilometer bis zu dieser Ortschaft oder diesem Aussichtspunkt. Und jetzt versetzen wir uns mal da rein, wir laufen auf diese Wegkreuzung zu und schauen uns dann um, wo geht es denn hin? Ach ja, da, und wo will ich hin? Genau dort ist die Richtung. Es kommt ein anderer Wanderer daher, der macht es genau das Gleiche, er schaut sich um und sieht die verschiedenen Richtungen und ist sehr hilflos und weiß nicht, wo er hin soll. Als gute Menschen, die den anderen ja auch helfen wollen, nicht wahr? Okay. Fragen wir dann höflich: Darf ich Ihnen helfen? Wo wollen Sie denn hin? Und er sagt: Ich weiß es nicht. Außerdem kann man das sowieso nicht wissen. Bist du etwas verwundert und sagst: Ja, aber das sind doch Wegweiser. Ob die stimmen, das weiß man ja nicht. Ich habe gehört, dass vor 20 Jahren mal ein Wegweiser ausgetauscht wurde und ob das jetzt stimmt, ich weiß es ja nicht. Außerdem weiß ich sowieso nicht, wo ich hin will. Seltsam. Gut, du fragst dann mal anders und sagst: Ja, wo kommen Sie denn her? Ja, das weiß ich auch nicht. Ich denke, die Diskussion oder das Reden ist dann damit beendet. Also da kommen wir ja nicht weiter, wenn jemand dasteht, alles anzweifelt und überhaupt nicht weiß, wo kommt er her, wo will er hin, was will er überhaupt. Okay, dann muss er halt irgendwie selbst schauen. Aber interessant ist, wenn es sich so um das ewige Leben dreht, also wenn dieses Leben hier mal aufhört, und ich kann euch sicher sagen, dass jeder von den Fernsehzuschauern, aber auch von uns hier, jeder mal an dem Punkt steht: Wo geht's jetzt hin? Und wo komme ich hin? Also insofern müsste uns doch dieses Thema ganz brennend interessieren. Aber ich weiß, es ist mir genauso gegangen. Da gibt es diese Meinung und jede Meinung. Und dann kommt ein Philosoph, der weiß dann gar nichts, mit 10 Fragezeichen, vielleicht und wenn und dann, und da kannst du auch nichts mit anfangen. Dann kommst du vielleicht und schaust, vielleicht hilft mir die Wissenschaft, aber da kriegst du auch keine Hilfe. Und sehr oft, wenn wir da nicht weiter wissen und wenn da noch verschiedene Religionen kommen und sagen: Nur ich, nur bei uns, dann verlierst du irgendwann einmal vielleicht den Mut, das Interesse und sagst: Naja, dann mache ich gar nichts. Ob man das so bewusst sagt oder eben einfach nur so dahinlaufen lässt, ist jetzt eine Frage, aber oft ist so. Aber nichts zu tun ist, würde ich mal sagen, der größte Fehler. Also wir kommen immer wieder an so Wegkreuzungen, wo Wegweiser stehen. Und wenn wir dann wie dieser Mann, wie ich vorhin das sagte, dann so voller Zweifel und Ängste und das kann man nicht wissen und das weiß man nicht und sich das einredet, dann ist dann nachher so, wie es ist. Und ich wünsche das eigentlich niemand von uns. Sondern wenn Jesus sagt: Ich weiß, woher ich komme und wohin ich gehe,
dann führt er uns auch dahin, dass auch wir das fragen oder diese Antwort so geben können. Und da wollen wir heute uns mal beschäftigen. Woher wusste Jesus, woher er kommt, wohin er geht? Es ist seine Identität, die er hatte in Gott, in seinem Vater. Und er sagte oft auch Abba, Vater. Abba bedeutet lieber Vater. Das ist eine Liebesbezeugung, eine Verbindung, eine Gemeinschaft mit ihm, die er laufend hatte. Und genau das gibt er uns auch als Antwort, dass auch wir dahin kommen können, Abba, Vater zu sagen. Nicht Gott, wo bist du und irgendwo wird schon was sein und er wird es dann schon machen. Wenn du an diesen Wegkreuzungen stehen bleibst und nichts tust, dann hast du etwas gemacht oder nichts gemacht. Aber das wünscht uns Gott nicht. Das wünsche auch ich uns nicht. Sondern, dass wir auch sehen können, wohin wir kommen. Und ich möchte jetzt zunächst einmal die erste Bibelstelle aufführen. Das steht im Johannes 8, Vers 12. Nun redete Jesus wieder zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt. Also ist interessant, Jesus spricht immer in so absoluten, ich bin, ich habe, ich weiß, wo ich hingehe. Und da tun wir uns als oft schwer. Ja, das kann man doch nicht wissen und vielleicht und Gott wird schon entscheiden und der liebe Gott wird schon. Das ist interessant, so der Unterschied. Aber genau dort will uns Jesus auch hinführen. Also, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Für dich selbst und auch für andere in deiner Umgebung. Und ich möchte gerade eine kleine Geschichte erzählen, die ich selbst erlebt habe. Vor vielen Jahren hat mit einem Kollegen und mir, wir haben uns so Gedanken gemacht oder sind auf einen Gedanken gekommen, will ich so mal sagen, mal etwas ganz Verrücktes zu machen. Und zwar quer durch den Wald durch, ohne Anleitung, natürlich schon Start und Ziel, aber dann zwischendrin. Und dass es nicht ganz so einfach ist, noch im Gebirge, natürlich irgendwo, wo wir uns nicht auskennen, nur bestückt mit einer topografischen Karte, weiß man heute ja fast gar nicht mehr, was das ist. Das ist eine sehr genaue Karte, die auch die Höhenunterschiede eingezeichnet hat. Und mit einem Kompass bestückt. Also heute wäre ja das kein Problem. Handy raus und schauen, wo sind wir, überhaupt kein Problem. Aber damals, das war so um 1800 rum, muss das gewesen sein, als es noch keine Handy gab. Da wurdest du dann ausgesetzt und jetzt marschier mal los. Die Bundeswehr hat ja so Dinge gemacht oder macht es vielleicht zum Teil heute noch so, natürlich heute noch mit anderen technischen Hilfsmitteln. Und das wollten wir mal auch probieren. Wer sich auskennt, im Murgtal gibt es einen Weg auf den kalten Bronn hoch, an Reichenthal vorbei, und dort hatte ich Verwandten, von daher kannte ich so grob mal das Gebiet und wusste, also das ist sehr steil und sehr wild. Und genau dort wollen wir anfangen. Und dann gibt es so eine Felsformation, die heißt Orgelfelsen. Das sind Felsen, die so geriffelt sind und deswegen, die sehen aus wie so eine Orgel. Und dort haben wir das eine Auto hingestellt, unten am Endpunkt dann, ich meine, es war Gaggenau, soviel ich weiß, dann das andere. Und das ist jetzt, wenn man fährt, eine recht lange Strecke, aber so diagonal durch das Feld durch den Wald durch, erschien es uns nicht so sehr weit. Also das schaffen wir. Haben wir dann gemacht. Wir haben dann das Auto geparkt, losgegangen,
Kompass raus, okay, dort quer durch, ohne Weg, ohne was. Und dann sind wir durch die Wildnis durch. Ja, das war, was ich vorhin sagte, auch relativ steil. Und dort war jetzt nicht so hohes Gebüsch, sondern so Büsche oder niederer Bewuchs, so mit Heidelbeer, Sträucher und so weiter. Und wenn man dann steil runter geht, kannst du eigentlich fast nicht normal laufen, sondern du musst wirklich rennen, sonst kommst du nicht weiter, kommst du nicht durch. Also das ist schon ein bisschen eine gefährliche Sache. In der Hoffnung, du verhakst dich nicht irgendwo, weil dann wäre dann vielleicht nicht so schön. Und das haben wir wirklich geschafft. Das war toll, war fantastisch. Ab und zu ist mal ein Weg uns in die Quere gekommen, haben wir geschaut. Ach ja, das müsste dieser Weg sein, also weiter sind wir richtig oder korrigiert. Ja, wir haben uns, ich will es nicht groß weiter erzählen, in der Zeit total verschätzt. Wir sind nach Mittag dort losgegangen, es war im Sommer, und wir dachten, naja, die Stunden, bis es dunkel wird, die reichen uns. Aber wir waren noch irgendwo in der Wildnis, dann fing es an zu dämmern und wir wussten, also jetzt wird es langsam eng. Und irgendwo so in der Gegend, wo wir geschätzt haben, wo wir sind, dauert es noch ein Weilchen, bis wir am Ziel sind. Dann haben wir wieder neu gepeilt, wo kommen wir hin, sind dann, als das immer dunkler dann wurde, haben wir dann einen Weg, der quer gegangen ist, sind wir auf dem gelaufen. Und dann hat man dann auch, es ist dann richtig dunkel geworden, hat man dann auch noch relativ gut gesehen, aber ansonsten war außerum alles schwarz. Im Wald drin natürlich. So, dann kamen wir auch an so eine Wegkreuzung mit verschiedenen Wegweisern. Wow, toll. Aber das Problem war, nochmal Erinnerung, Handy gab es nicht, Taschenlampe hatten wir keine dabei. Die Schilder sind in der Regel so hoch angebracht, dass man sie nicht wegreißen kann, also so ungefähr 3 Meter hoch. Und wir konnten nichts lesen. Ein Vermögen für eine Taschenlampe. Aber es war niemand da und wir hatten keine. Also blöd. Wenn man keinen Wegweiser hat, schon blöd. Und wenn Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt, sollten wir uns das ein bisschen merken. Weil jeder von uns kommt irgendwann mehrfach wahrscheinlich in so Situationen, wo er nicht weiter weiß. Wo er nicht weiß, was soll ich jetzt machen, ob beruflich oder bildungsmäßig oder egal was. Partnermäßig, Partnerwahl, ist das wirklich das Richtige, was soll ich machen? Oder du bist wirklich in Schwierigkeiten, in Nöte, gesundheitlich. Und wir kommen, was ich sagte, mehrfach in so Situationen. Und wohl dem, der diese Taschenlampe in sich trägt, weil wenn er sagt, ich bin das Licht der Welt und er wird nicht im Dunkeln sein, dann haben wir da eine ganz starke Hilfe und eine Anleitung. Und das wünscht uns Gott und das wollen wir oftmals dann in der Situation. Manchmal schieben wir es dann wieder weg, wenn wir wieder den Weg wissen, was auch nicht so klug ist. Weil es gibt auch zwischendrin Wege und Stellen, wo wir manchmal blöde Sachen machen oder wo wir auch nicht wissen, was ist jetzt dran, auch wenn es jetzt nicht so gravierend ist. Also Gott gibt uns die Möglichkeit, dass wir permanent in dieser Verbindung sein können, wie Jesus es auch war. Dass wir diese Identität haben, dass wir wissen, wer bin ich, wo komme ich her. Also ich muss euch sagen, ich habe ein bisschen ein Problem mit diesen Darstellungen so von Affen, die dann irgendwo so aus dem Meer rauskrabbeln und dann so langsam gebückt und dann hochkommen.
Also da komme ich nicht her. Ich weiß nicht, wo du herkommst, aber ich komme da nicht her. Und wenn Jesus sagt, ich weiß, wo ich herkomme, ich kann auch sagen, ich weiß, wo ich herkomme. Ich weiß auch, wo ich hingehe. Und jetzt muss man sich noch einmal da reinversetzen. Das war eine dermaßen Provokation, wo Jesus dort gemacht hat. Er hat diskutiert mit den Pharisäern und sie fragten ihn, wer bist du, wie kannst du das tun mit den Wundern, was bist du überhaupt? Und wenn Jesus sagt, ich weiß, wo ich herkomme, wer ich bin, sagt das ja auch aus, und wo ich hingehe. Und die Pharisäer haben genauso gesagt wie dort, was ich vorhin geschildert habe an dieser Wegkreuzung, weiß man doch nicht, kann man doch nicht wissen. Ja, willst du sagen, du kommst mal später in den Himmel? Selbstverständlich weiß ich das, dass das so ist bei mir. Boah, das geht doch nicht, das kann man doch nicht sagen, nicht wissen. Ja, wenn das da hier steht und ich das erlebt habe, und ich komme dann nachher gleich noch auf zwei andere Punkte, dann weiß ich das. Ich weiß das nicht bei dir, aber ich weiß es von mir. Und das ist doch der Punkt. Und das kann mir auch niemand ausreden und niemand streitig machen. Und da bin ich so froh darüber. Ja, im Römer 8, Vers 16. Römer 8, Vers 16, da ist wieder so eine Provokation, da heißt es, der Geist, der Heilige Geist selbst gibt Zeugnis mit unserem Geist, es sind also zwei verschiedene, unser Geist, unser menschlicher Geist, nicht der Verstand, sondern der in uns wohnende menschliche Geist, dass wir Kinder Gottes sind, nicht werden, wenn wir mal im Himmel sind oder wenn irgendwas ist, sondern hier, ich weiß, ich bin ein Kind Gottes. Und zwar nicht so allgemein, wir sind ja alle Kinder Gottes, sondern ganz speziell Sohn oder Tochter Gottes. Und wenn das der Geist Gottes sagt und wenn das Jesu auch bezeugt, dann ist die Frage, ob wir immer noch an der Wegkreuzung stehen und sagen, weiß nicht, ob das stimmt, da ist zwar ein Wegweiser, wie jetzt hier, aber ob das stimmt, das weiß doch kein Mensch. Ja, du kannst doch prüfen, du kannst doch erleben. Im 1. Johannes 5,10 heißt es, wer an den Sohn Gottes, also an Jesus glaubt, der hat das Zeugnis in sich. Nicht bekommt und vielleicht und eventuell, sondern der hat. Wer Gott nicht glaubt, der hat ihn zum Lügner gemacht, weil er nicht an das Zeugnis geglaubt hat, das Gott von seinem Sohn abgelegt hat. Und darin besteht das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben vielleicht einmal geben will. Und wenn wir gut sind und wenn wir alle Gebote halten, nein, hier heißt es, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn, also in Jesus. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Also das ewige Leben bei Gott im Himmel. Relativ einfach, relativ klar, dieser Wegweiser. Ja, aber das kann man doch nicht wissen und ich habe mal gehört, dass jemand gesagt hat und so weiter. Ja, okay, dann bleibst du halt stehen. Aber die Wegweiser sind sehr klar und sehr deutlich. Und unabhängig von Kirche oder Religion, sondern von der Bibel, was ja die höchste Priorität haben sollte. Okay. Und dann haben wir noch einen Punkt und da wird es ganz persönlich.
Im Johannes 1, Vers 12 heißt es, allen aber, die ihn, Jesus, aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Das bedeutet, jetzt wird es aktiv. Jetzt muss ich was tun. Ich kann mich nicht mehr verstecken mit Ausreden oder irgendetwas. Wer Jesus aufnimmt, der hat das Leben, der ist ein Kind Gottes in diesem wirklichen Sinne. Aber das bedeutet, aktiv, ich muss Jesus aufnehmen. Und ich weiß auch dieses Problem, das viele haben. Bei mir war das nicht ganz so, ich war total weg von Gott. Aber viele wachsen ja irgendwo so im christlichen Umfeld auf. Vielleicht werden sie im Kinderwagen schon in den Gottesdienst geschoben. Und das ist ja gut. Aber dann wird es so irgendwo so alltäglich, so normal. Und dann ist diese Frage, wer Jesus aufgenommen hat, sehr verschwommen. Natürlich glaubst du irgendwie schon an Jesus, ja. Und dass er gelebt hat, ja, glaube ich schon irgendwo. Aber die Frage ist, wie es hier ganz konkret heißt, hast du ihn ganz persönlich aufgenommen? Ich frage auch Sie, liebe Fernsehzuschauer, wenn Sie Zweifel haben, wenn Sie nicht wissen, habe ich das oder habe ich nicht, ganz einfache Entscheidung, dann machen Sie es einfach. Und es fordert uns diese Stelle hier richtig heraus, dass wir aktiv werden, dass wir das machen. Und dass wir diese Wegweiser, die Gott uns hinstellt, und ich weiß in meinem Leben, als ich überhaupt noch nicht an Gott gläubig war, schon irgendwo, da gibt es so etwas, aber nicht so konkret, dass es verschiedene Zweigstellen waren, verschiedene Wegweisungen, und da war doch so ab und zu mal ein Schild im Nachhinein, wo ich sagen muss, da hat mir Gott einen Wegweiser hingestellt. Ich habe es nicht beachtet oder wollte es vielleicht auch gar nicht. Aber dann kommen wieder irgendwo solche Kreuzungen. Und dann geh mal einfach darauf ein. Und wenn du sagst, das kann man doch nicht wissen, das stimmt. Bevor man es nicht gemacht hat, kann man es nicht wissen. Ganz einfach. Wenn ich dir erzähle, wie toll es in Kanada ist, an den Niagara-Fällen, ich kann dir das beschreiben und in den schönsten Dinge ausmalen, aber es ist eine ganz andere Sache, wenn du mal dort bist und das Brummen erlebst in deinem Magen, spürst, wow, diese Gewalt, Wahnsinn. Und bevor du nicht dorthin gehst, kannst du nur was mitbekommen, vielleicht, ja, weiß auch nicht. Aber dann mach's doch mal einfach. Was kannst du denn verlieren? Gar nichts. Und wenn du es gemacht hast, dann beginnt etwas. Das heißt nicht, dass dann sofort alles klar ist, sondern dann beginnt etwas, wo Gott dich einen Weg führt, dir zeigt, wenn du ihn fragst. Und immer wieder. Er lässt uns auch laufen, auch wenn wir Kinder Gottes sind und wir fragen nicht und denken, noch, das kann ich doch, weiß ich doch alles. Das heißt nicht, dass du bei jedem Paar Strümpfe, die du kaufst, dann Gott fragen musst, aber so immer wieder bei bestimmten Dingen. Ja, und wie man das macht, ist total easy. Wenn da steht, die ihn aufnahmen oder annahmen, denen gab er das Recht. Wie geht denn das? Ganz praktisch. Das heißt, wenn du das willst, dass du dann sagst, Jesus, ich komme zu dir. Vielleicht sagst du ihm deine Zweifel, du weißt nicht, wo es hingeht. Egal wie, er hört dich.
Und dann sag ihm das einfach, Jesus, ja, hier bin ich. Ich habe dieses ganze Leben bis jetzt ohne dich gelebt, weitgehend zumindest. Ich habe Fehler begangen, ich habe Sünde begangen, ich habe Dinge falsch gemacht, ich habe Menschen beleidigt, verletzt, geklaut, vielleicht sogar noch schlimmere Dinge gemacht. Und ich komme zu dir und ich bitte dich um Vergebung. Jesus, vergib mir. Und ich nehme dich jetzt an. Ich nehme das an, weil Jesus hat den Preis für diese Dinge, die ich gemacht habe, Gott gegenüber bezahlt. Er hat bezahlt für all die Schuld, die ich gemacht habe, wenn ich ihm vertraue. Wie es hier heißt, wenn ich ihn annehme, anrufe. Und ich bringe dir jetzt all meine Fehler. Reinige mich, vergib mir. Und ich nimm dich jetzt auf in mein Leben. Leite, führe du mich in meinem Leben. Wenn ich Fehler mache, korrigier mich. Und dann kannst du sagen, Vater, Abba, lieber Vater, danke. Und ich bin jetzt dein Kind, gereinigt durch das Blut Jesu, das er vergossen hat. Er hat sein Leben vergossen. Und du darfst leben in diesem Licht. Und dann ist dieses Licht in dir. Das heißt nicht, dass dann alles ganz klar ist, aber dieses Leben ist da. Du hast ein Anrecht. Und Gott hält seine Hand über dich. Und das wünsche ich uns allen, dass wir das erleben. Und dann kannst auch du sagen, ich weiß, wo ich herkomme, nämlich von Gott, und ich weiß, wo ich hingehe, durch Jesus zu Gott. Ja, und ich weiß auch, wo ich meine Ewigkeit verbringe, nämlich in seiner Gemeinschaft. Und das ist ein Wert, den wir bekommen, der ist unbezahlbar. Und das wünsche ich auch Ihnen, liebe Fernsehzuschauer, dass auch Sie das wirklich real erleben. Und auch uns alle. Amen.